Ich möchte euch da kurz die Wurzeln bzw. das Rhizom von der vielblütigen Weißwurz zeigen. Heißt auch Salomonsiegel oder ja, eben die Weißwurz, wobei man das Weißwurz ich persönlich besser erklären kann. Also ihr seht, wie auffällig hell diese Wurzel ist, also ist wirklich fast weiß und das ist keine Ausnahmeerscheinung, sondern das ist eben typisch. Ja, ich bin ja da wenig begabt mit Mythologie und solche Sachen. Weiß ich nicht, vielleicht habt ihr ja hier diese Begabung, dass da irgendwo eine Siegelähnlichkeit seht, also diese Vertiefungen, dass man sie da irgendwie, also wie ein Ringsiegel, wisst ihr, also wo man so einen Briefstempel abstempeln kann. Möglich, dass das so ist, also ich sehe das eher nicht so. Was ich aber sehe, ist, seht ihr mal, da ist so ein Lochau und da ist ein Lochau, eine Aussparung. Da sieht man das auch, also da ist so ein Bereich, da ist so ein Bereich drunter und da ganz am Anfang sitzt so ein lochiger Bereich. Und das ist einfach so, also die kann viele Jahre alt werden, also es ist scheinbar schon ein Exemplar gefunden worden mit 17 solche Löcher, was für 17 Jahre stehen würde. Also ihr müsst euch so vorstellen, im ersten Jahr ist es der Klon und dann wächst da praktisch genau das daraus, dann stirbt es ab, wächst unter der Erde weiter, im nächsten Jahr wächst es da raus, wo wir da das Lochel sehen. Ja, ich soll jetzt das mal gescheit sehen. Seht ihr es jetzt? Da praktisch. Also dann wächst das Ganze da raus und speichert wieder Energie, stirbt ab über den Winter. Dann wächst es dann wieder da raus. Und jetzt, also bei dieser Wurzel, kann man praktisch mit diesen Löchern annehmen, dass die das vierte Jahr begangen hat. Ich werde versuchen, dass ich das Ganze wieder eingrabe. Ich denke, sie ist unverletzt geblieben und möglicherweise hat es wirklich Chancen, das weitermachen kann. Nicht für die Ernährung geeignet, ganze Pflanze giftig. Ich habe mir gedacht, dennoch schön mal gesehen zu haben. Und ja, so viel zur Weißwurz, zur vielblütigen.